Ja, Leute, willkommen zum nächsten Part. Ja, wir müssen jetzt zu Sokolovs Haus. Und das ist am besten unentdeckt. Die Räder? Weiter und weiter. Wie das Rad des Lebens. So ein wundersames Symbol für den Fortschritt durch Industrie und Entwicklung. Wenn Sie es sagen, Sir. Hier! Und siegte. Aber was waren das für Viecher, Alter? Bah, sind die widerlich. Da mal hin, ne? Kaltwindbrücke. Oh Gott. Was ist dieses scheiß Haus weg, bitte? Auf andere Art und Weise versuchen, ich habe keine laue Kraft mehr.
scheiße ist. Das ist wirklich scheiße gerade. Dafür reicht's noch. Oh, verdammt. Das Ratten, Alter. Erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Neue Nacht, neue Wahl mit dir. Ich kann nicht mit. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Also schön, wo bist du? Ich werde dich finden. Bring mich nicht dazu, die Stadtwache zu rufen. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Nein! So hilf mir doch jemand! Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Ja, natürlich! Ein Herumtreiber. Ich bin kein Herumtreiber. Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Du bist so ein Hitzkopf. Das Öl muss aufgebraucht werden. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ja. Ah? Das Öl in diesen Dingern ist viel zu schnell alle. Was machen wir jetzt am besten? Wo ist er denn überhaupt? Du führst bestimmt nichts Gutes im Schilde.
Verschwinde! Sofort! Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Nur ein bisschen hin. Letzte Waffe! Hau ab! Ist da oben aber. Verschwinde! Was ich sofort. Ich gerade bin, das liegt daran, weil ich. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Einiges einfacher. Formel 25, die in Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien, großes Potenzial besitzt, wenn man den Lauf der Gestirne betrachtet. Was? Was ist das? Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Ja, wie ein Tier. Sehen, ja. Die Schmerzen sind unerträglich. Doch alle gleich aus irgendwie, ne? Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Okay. Verlassene Frauen und Seuchenopfer sind alle von dorthin abgesprungen.
Ah, jetzt kommen wir wieder runter irgendwie, ne? Es gab wohl einen Zwischenfall. Wir kennen noch keine Details. Hilf mir doch jemand! Umzingel ihn! Nein! Ich weiß, dass du ihn umzingel ihn! Passt auf! Ich verschwinde! Nein, Alter. Ich finde dich schon. Der kaiserliche Arzt persönlich. Hervorragende Arbeit. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Ich weiß, dass du keine Sorge. Ich finde dich schon. Ja, wir legen jetzt ab. Kein Bock mehr. Oh Gott. Meine Güte, das war wieder eine Aktion. Unglaublich. So. Ganz viel schneiden müssen. Sie haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Das klingt gut. Corvo, aufwachen! Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Callister holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Freut mich. Dann verhören wir mal Sokolov. Sokolovi. Weiter runter, wir müssen irgendwie raus. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch. Ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Okay. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie. Meine Willenskraft ist legendär. Okay. Tut mir leid, Sokolov. Nein, keine Ratten. Stopp! Aufhören! Ich sag Ihnen alles, was Sie wissen wollen! Ja, schnell. Ich bin verpflichtet, Dunwalls größtes Genie zu retten. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich Sie weder sehen noch Ihren ganzen Namen hören durfte. Sie nannte sich selbst Lady Boyle, verstehen Sie? Ich habe Ihre Rückenansicht gemalt. Und selbst die ist bezaubernd. Aber ich weiß nicht, welche Boyle es ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu Ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boyles sind reich und skrupellos. Also wird ihr Haus gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske. Nicht wahr, Corvo?
Ja, sie werden sich unter sie mischen, wenn sie einmal im Haus sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen es ist und sie dann irgendwie eliminieren. Okay. Wir sind fast am Ziel, Corvo. Wenn sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten selbst besiegen und Emily auf den Thron setzen. Mögen ihm günstige Winde wehen. Ja. Würde ich sagen, machen wir den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao. Thank you.